Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier auf der Karte der Thüringen, Version 3.101. Ja, ich fahre jetzt auf Feld Nummer 28 und werde mal ganz kurz selber zetteln, um das Nachgewendeprinzip fertig zu machen. Also nur das Vorgewende heißt ja, ne? Aber wie gesagt, ich komme das Nachgewende. Also erst die Feldreihen fertig machen und dann das Nachgewende. Also umgekehrt. Das deswegen wegen den Ballpressen, weil wenn ich das Vorgewende mache, dann beim Wenden dann die Ballen im Wege sind. Und beim Nachgewende ist dann ein bisschen optimaler, ne? Weil wenn die Ballen eigentlich nicht stören sollten. Könnten aber leider trotzdem stören und deswegen werde ich auch mit dem Ballensammelwagen die Problemballen dann auch rechtzeitig wegräumen. Ja, ansonsten können die Ballen noch ganz gut lange liegen, also ist nicht so regenabhängig, ne? Weil die eingewickelt sind in Folie. Aber das Gras, was jetzt rumliegt, ist ungünstig. Ne? Die sind noch nicht angekommen, die Burschen hier. Das droht Regen. Das ist. Naja, schon zu sehen an der Ecke. Die blauen. Die arbeiten im Prinzip jetzt aktuell vier Fahrzeuge. Zwei Optimums hier. 300, sagen wir so von Gays, glaube ich. Und zwei T8 von der Holland. Die machen das zweite Mal Zetter, ne? Damit das Pferdegras Heu feucht wird. Sonst wäre das nur einmal nur Pferdegras feucht. Könnt ihr hier vorne anfangen? Na, 10 nicht. X ausklappen. Dazu das Grüne jetzt nacharbeiten, zumindest das Grüne. Die erste Runde. Die anderen beiden Fahrzeuge fahren hier sowieso lang. Von daher, das mache ich ja nur, damit man anfangen kann. Ne? Dazu müssen wir einmal lang fahren, hochfahren, einmal die andere Richtung fahren und dann nochmal gleich nochmal. Ich muss dann denken, dass ich das Ding entsprechend hochhebe. Oder es vom Feld verlasse oder abkoppeln. Dann muss ich irgendwie machen. Könnten ein bisschen mehr nach links fahren, damit wir da möglichst breit und viel erfassen. Ja. Ich habe die ersten Bahnen mit Nexter gemacht, dass ich festgestellt habe, es wird nur Pferdegras, ja, feucht kann man sagen, nicht? Und das war ja für mich persönlich ein Schock. Weil da mit dem Pferdegras feucht, wusste ich das ja gar nicht. Ich bin eher der Typ, der einfach mal anfängt. Ob es dann her klappt, das ist ja eine Frage. Aber wie gesagt, dann nachher, oh shit, was ist das nun? Ne? Problem, ne? Aber das ist wieder eine Herausforderung, die ich mir gerne mag, ne? Da muss man eine Lösung für geben. Das erste, was ich gemacht habe, ist im Forum nachgucken bei Castor. Und da habe ich auch eine Lösung gefunden. Da gab es einen Link zum einer Beschreibung dem Mais plus plus. Das hängt damit zusammen. Nee, ist mal ausgedruckt. Durchlesen auch, aber immer gedruckt. So, und dann ist mir aufgefallen bei Mario Hirschfeld. Die haben mal eh so ein Projekt gemacht, der Zufall bin ich reingeschockt, weil sie auf die Thüringen gespielt haben. Nee, sonst wäre ich da vielleicht gar nicht mal reingeguckt, aber so. Da kamen die auch drüber zu sprechen, ne? Und dann haben wir, na, das ist ja ganz gut, dass hier einer drüber erzählt. Und da wurde es auch so erzählt, wie jetzt im Prinzip ist, dass man zweimal zettern muss, ne? Das ist ja halt so, ne? Auch ich muss dann ganz kurz abkoppeln und wieder ankoppeln, dass das ein zweites Mal dann her wirkt, sonst wirkt das nicht. Dann bleibt das so als Pferdegras feucht, ne? Hier sehe ich gerade ein bisschen breiter. Ich muss jetzt gerade nochmal zurückfahren. Weil im Prinzip wollte ich ja nur ein bisschen vorarbeiten. Ne? Die
Mein gut, wenn jetzt ein paar Ballen bei sind, die jetzt Pferdegras feucht sind, bei Gott, was soll's, ne? Das sind wir auch nicht sterben. Die kommen da ja sowieso zurück und machen hier die Handarbeit fertig. So, nochmal zurück. Schmerzen die Beine wieder, du. Ja, ich wünsche allen einen schönen Sonntag, ne? Bin so mit Pferdegras beschäftigt hier. Wahnsinn. Ja, ich bin in der Beziehung, wenn ich aufgeregt bin, echt vergesslich. Aber hoffe, ich könnt mir noch verzeihen. Geht mehr Licht? Jo, geht mehr. Das ist ein Steierprodukt aus Österreich. Steierwerke. Ist bei mir auch eine Nähe, in Anführungszeichen. Hier gibt es keine großen Entfernungen, hier gibt es noch diesen Bereich, wo keiner wohnt. Das sind die Berge. Und der Rest konzentriert sich dann halt drumherum, ne? Am Rand ist nicht viel Gras. Gras ist eh nicht viel, ne? Aber so dazu sagen, ne? So. Ich möchte schon eh alles gerne Pferdegras heu haben, feucht, damit das hier gute, teure Silage wird, ne? Warum die anderen Preis hat, auch keine Ahnung warum. Aber recht dünn besiedelt das Gras hier, du. Ich glaube, mit dem Mais wäre leichter geworden, ne? Da hätten wir rübergefahren, zum Silo gefahren, gepresst, fertig. Nur einmal im Jahr, nicht 3-4 ernten, ne? So. Wo habe ich denn hier angefangen? Ganz oben, ne? Ja, morgen ist wieder Freitag. Gott sei Dank auch. Ich bin schon wieder urlaubsreif. Gerade letzte Woche 2 Tage frei gehabt. Ist auch nicht schlecht, wenn man 2 Tage frei hat, so Erholung. Aber wie gesagt. Wo habe ich hier angefangen? Beginn mal hier oben am Berg, ne? Wie gesagt, hier müssen wir mal ganz kurz abkoppeln und ankoppeln, damit die Farbe sich ändert. Die beiden grünen noch mitnehmen. Ja, da lässt. Ja, die Farbe ändert sich. Gut. Wir können mal gucken, wo wir den Kurs haben hier. Schwatten, dünn, wenden. Oh, nicht schlecht, ne? Gute Frage jetzt. Wo fahre ich am besten, ne? Normalerweise hätten wir am Strich fahren müssen. Wisst ihr was? Ich riskiere mal einfach. Lassen wir gleich mal den ersten starten. Wenn Regen kommt, habe ich eh Verluste. Und daher ist es ganz gut, wenn wir hier starten. Die anderen müssten eh bald zurückkommen und die Kurve fahren. Theoretisch. Da könnten die sogar stören. Ja, genau.
Aber hier ist kein Gras mehr, hier könnten sie aufhören. Das ist nicht so tragisch. So, dann bist du. Ersten Wegpunkt links. Einstellen. So. Dann bist du hinten in die Mitte. Hinten und aktiviert. Einstellen. Und dann gleich mal den erst gucken, ob der Verband aktiviert ist, sonst haben wir Probleme. Da wird auch nicht mal erkennt. Du, lass mal rein. Wo ist er? Die Maus. Links. Aktiviert. Da ist noch Gras bei, das ist gleich so gut. Aber ist mir jetzt egal, sag mal so, aber viel liegt sowieso nicht. So, den zweiten nehmen gleich. Ja, das Gute ist, wenn ein bisschen was liegt, hat vielleicht die Hoffnung, dass da zumindest eine Hoffnung, dass sie gleich Pferdegras feucht Heu nehmen. Du bist hinten und die rechts sein müssen. Gucken wir gleich. Normalerweise rechts. Verstehe ich ganz jetzt. Wieso macht er jetzt? Drei. Rechts. Habe ich da was durcheinander gebracht? Der erste ist ja, müsste eigentlich links, links sein. Lassen wir rein. Links. Links. Das passt. Denn teilweise Gras auf, das ist ungünstig. Das aber. Müsste eigentlich vom Kurs nochmal anlassen. Das war nicht. Irgendwas passt nicht. So, du bist jetzt hinten. Das passt. Du bist rechts, dann mal gucken, wo er jetzt steht, ne? wo er fahren will. Ne? Dass die auch richtig fahren, ne? Sonst haben wir ein Problem. Denselben Kurs muss ich ja speichern oder laden beim, beim Ballenpressen. Ne? Rechts. Du müsstest eigentlich rechts vom
Ja, warum ist da jetzt löschen, mal kurz gucken, löschen. Schwappen. Ja, es kann sein, dass die ersten Kurse enger zusammengelegt sind. Rechts. Einstellen. Das könnte sein. Aber ich meine trotzdem mal erstmal die anderen beiden programmieren. Die. Dann müsst ihr genau hinter den beiden nämlich warten. So. Zeit rast wieder am Sonntag. Weiß auch nicht. Kopieren. Zwar schwatten. Schwatten. Der erste Punkt muss sein. Ja, du bist links. Dann. Ersten Wegpunkt. Den zweiten machen wir auch Kurs speichern, laden, schwatten und du bist dann Arbeitsmodus hinten, hinten passt, ersten Wegpunkt. Und du darfst dann Nummer 3 sein, Feldmodus. Kurz generieren wollen wir nicht. Nur kopieren. Schwarten. Erst und dann bist du hinten. Und zwar rechts. Ersten Wegpunkt. Verband aktiviert. Verband aktiviert. Ich meine, 215 Meter sind oder 100 Meter, glaube ich, auch egal. Aber ich das so sehe, das können wir starten am Montag, ne? Aktiviert. Aktiviert. Und der, wie ich so sehe, arbeitet auch wieder richtig. Ja, genau. Ah, wisst ihr was, das geht am besten mal noch ein Stück durcharbeiten, dann machen wir halt ein paar Folgen noch fertig für Montag, Dienstag und so. Dann kommen wir auch besser voran. Ah, ein bisschen so. Ersten Weg noch nicht, ne? Das ist ganz wichtig, ne? So, jetzt zum Holland. Oder? Nö. Käse oder so, ne? Dann auch gleich mal gucken. Und der andere arbeitet ja im Prinzip, der Arbeiter wartet ja nur, ne? Aber. So, jetzt gehen die ersten Ballbremsen los. Wahnsinn. Das artet richtig in Arbeit aus hier. Aber so muss es sein, ne? Da muss es laufen. Der erste startet. Und gleich den zweiten einsteigen. Wieso? Was warten wir heute? Auf Urlaub? Wieso steckt er fest? Ach, hier. Ja, gleich, gleich. Geht sofort los, Junge. Geht sofort los. Nur kein Stress.
Das ist ein Arbeitskollege. Im Grunde ist egal, ob ich nun 40er Ball mache oder 10.000er. Ein bisschen aufpassen hier. So, liebe Schauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Schau alle schön Rest runter. Tschüss, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Hier Türen. Bis zum Morgen. Tschüss. Und wir schauen alle schön Rest runter. Bis dann und ciao. Tschüss.